über die Weisheiten, die dahinter stecken können, die Schlangen, könnte ich eine halbe Stunde drüber reden. Ja? Eine Weisheit ist beispielsweise, dass dies eine Möglichkeit ist. Erstmal ist es keine Pflicht. Es ist nirgendwo verpflichtend, dass man 2, 3 oder 4 Frauen heiratet. Nein, es ist nirgendwo Pflicht. Sondern es ist eine Möglichkeit. Und der Islam ist eine Religion. Jetzt habe ich über 4 Frauen geredet, dann gehen die Frauen schon laufen. Ja. Die waren nur Spaß gewesen, nicht so auf mich sind. Jedenfalls. Sauer? Hey, komm zurück. Komm zurück. Jedenfalls, in der Geschichte der Menschheit sehen wir, und das ist auch heute noch so, in Deutschland gibt es 4 Millionen mehr Frauen als Männer. In anderen Ländern noch mehr. Männer haben eine geringere Lebenserwartung als Frauen. Ja, wir sehen, es werden ungefähr gleich viele Männer und Frauen geboren, aber die Männer haben eine höhere Säuglingssterblichkeit, die Jungs. Und vieles mehr. Wir sehen in Kriegsfällen, 90% der Opfer sind Männer. Gefängnisinsassen, 90% der Gefängnisinsassen sind Männer. Das heißt, man hat es in den meisten Fällen immer so, dass es mehr Männer gibt als Frauen. Und es ist keine Pflicht, dass man das macht. Es ist eine Möglichkeit, es ist eine Option. Ich kann euch sagen, heutzutage hier in Deutschland, ja, ich kann euch sagen, es gibt so viele Frauen, die sind seit 10 Jahren auf der Suche nach einem Mann. Einmal geheiratet, geschieden, pup, danach nichts mehr. Die ist vielleicht 40 Jahre alt, die findet keinen Mann mehr. Warum? Normalerweise könnte sie einen Mann heiraten, der schon verheiratet ist, da könnte sie auch noch Kinder kriegen und so weiter und so fort. Wie gesagt, das ist eine Option. Was ist im Kriegsfall? Zur damaligen Zeit, das ist eine Option, der Islam ist für alle Zeiten und für alle Orte. Für alle Zeiten und für alle Orte. Und es gibt Situationen, wo das einfach eine Option ist, die günstig ist für die Gesellschaft. Weil dadurch, dass ein Mann 4 Frauen heiraten kann, kann sich zum Beispiel eine Bevölkerung, die durch ein bestimmtes Ereignis, Naturkatastrophe, Kriege etc., eine Bevölkerungszahl, die vermindert wurde, kann sich schnell wieder aufbauen. Aber wenn eine Frau 4 Männer heiratet, gibt es diesen Vorteil nicht. Sie kann nur einmal schwanger werden. Sie kann von 4 Männern gleichzeitig schwanger werden. Ich habe auch übrigens noch keine Frau gesehen, die gerne 4 Männer heiraten will. Aber okay. Also ich hab zumindest nicht die Erfahrung gemacht. Mir wird die Frau das natürlich auch nicht erzählen. Ja? Aber trotz alledem. Aber das ist der Punkt. Das heißt, in manchen Situationen ist das günstig. Und der beste Beweis ist der Zweite Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Frauen von Bonn einen Antrag bei der Bundesregierung gestellt, dass eine Frau einen Mann heiraten darf, der schon verheiratet ist. Ganz klar. So, wer hat den Schaden? Die erste Ehefrau hat den Schaden. Einen psychologischen Schaden. Aber im Islam gibt's eine Regel. Ja? Das heißt, man schaut, ob der Schaden und der Nutzen, inwieweit der Nutzen dem Schaden überwiegt. In dieser Sache hat die zweite Ehefrau einen größeren Nutzen als die erste Ehefrau, weil sie hätte ihn nicht geheiratet und sie muss vorher wissen, ob er schon verheiratet ist, wenn es nicht einen großen Nutzen für sie hätte. Der Ehemann hat auch einen Nutzen und die Gesellschaft einen Nutzen und die Frau hat einen psychologischen Schaden, weil sie eifersüchtig ist. Kann einem gefallen oder nicht? Wie gesagt, ich könnte darüber noch eine halbe Stunde reden, über die ganzen. Es geht ja nicht um Polygamie heute, das ist nur ein Beispiel. Aber wenn einer damit kommt und sagt, guck mal im Islam, guck mal da, mehrere Frauen hin und her. Und man muss halt einfach als Frau gucken, dass man einen Mann heiratet, der sagt, ich will halt keine zweite Frau heiraten und der sein Versprechen auch hält. Inshallah. Jedenfalls der zweite Punkt ist, und dann sagen wir, was ist denn in der Bibel, wenn du dort zum Beispiel in 1. Könige 11, Vers 3 liest, dass Salomon, Suleiman, der Prophet, 1000 Frauen hatte, laut Bibel. Dass Abraham mehrere Frauen hatte, dass Moses mehrere Frauen hatte, dass David mehrere Frauen hatte, dass Jakob mehrere Frauen hatte, dass viele Propheten mehrere Frauen hatten. Haben die Propheten eine Sünde gemacht? Nein. Und Martin Luther war der Meinung, dass Polygamie mit der Bibel vereinbar ist. Und die Juden haben bis zum 16. Jahrhundert Polygamie praktiziert. Das heißt, dass ein Mann oder vielmehr Polygynie, dass ein Mann mehrere Frauen heiraten darf. Polygamie ist allgemein Mehrehe. Ja?
Das haben sie bis zum 16. Jahrhundert praktiziert. Nur wir sagen, der Islam ist perfekt bis zum jüngsten Tag. Es gibt nicht, ja, heute machen wir so, morgen machen wir so und dann können wir noch was ändern, weil das Gesetz von Gott ist. In Sure 5, Vers 3 sagt Allah, El-Yom ekmeltu lekum dinakum, heute habe ich eure Religion vervollkommnet. Punkt. Das ist der Wille von Gott. So, jetzt wird natürlich jemand sagen, Herr Vogel, Sie bringen die ganze Zeit Sachen aus dem Alten Testament. Numeri, Deuteronium und so weiter und so fort. Aber ich glaube an das Neue Testament. Das hört man oft. Erstmal ist das Quatsch. Weil das Neue Testament baut auf dem Alten Testament auf und es wird sogar dort aus dem Alten Testament zitiert. Und laut Bibel, ja, und laut Katechismus und laut Glaubenslehre von Katholiken und Protestanten muss man daran glauben, dass das Alte Testament das inspirierte Wort Gottes ist. Wo man sich unterscheidet, ist, was das Alte Testament genau ist. Denn die Katholiken glauben an 7 sogenannte deuterokanonische Schriften, an die die Protestanten nicht glauben. Das heißt, die haben sozusagen für die Muslime 7 Suren mehr in ihrer Bibel, ja, als Beispiel. Wo die Protestanten sagen, nee, die sind unauthentisch. Okay, aber im Prinzip müssen sie daran glauben. Das heißt, sie müssen glauben, dass Gott diese Gesetze herabgesandt hat. So sagst du jetzt, das, was Gott herabgesandt hat, war falsch? Das kannst du nicht sagen. Und zweitens, ja, wenn du das sagst, also müsste er sagen, das, was Gott herabgesandt hat, war falsch. Das, was die Propheten gemacht haben, war falsch. Und zweitens, in Matthäus 5, Vers 16 und 17 steht, dass Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz und die Propheten zu verändern, sondern zur Vollendung. Und kein einziges Gesetz wird sich ändern. Und wer auch nur die Menschen, wer nur ein Gesetz ändert und die Menschen danach lehrt, der wird im Himmelsreich der Geringste genannt werden. Jesus hat kein Schweinefleisch gegessen. Warum? Weil es im Alten Testament verboten ist. Levitikus 11, Vers 7, Schweinefleisch verboten, zu berühren und zu essen. Jesus war beschnitten, Lukas 2, Vers 21. Warum? Weil das mit Abraham gekommen ist. Welcher Christ ist heute beschnitten? Welcher Christ ist heute kein Schweinefleisch? Das heißt, wir Muslime, und das sage ich ganz klar für die Christen, die hier sind, wir sind die wahren Folger von Jesus. Denn Jesus war beschnitten, Jesus hat kein Schweinefleisch gegessen und Jesus hat nicht zu sich selber gebetet, sondern Jesus hat zu demjenigen gebetet, der ihn erschaffen hat. Matthäus 26, Vers 39. Und er ging 3 Schritte weiter und fiel mit seinem Angesicht zu Boden und betete. Wie hat er gebetet? Mit dem Gesicht auf dem Boden, wie Abraham gebetet hat, wie Moses gebetet hat, wie die Propheten gebetet haben. Und wir folgen diesen Propheten, weil sie unsere Vorbilder sind. Alhamdulillah. Und deswegen sollte sich jeder fragen, will man der Kirche folgen oder will man Jesus folgen? Und wenn man Jesus folgen will, dann bleibt einem nichts anderes übrig, außer den Islam anzunehmen. Weil der Islam die Wiedererscheinung der Urreligion aller Propheten in ihrer vollendeten Form ist. So, erstmal das. Und dann sieht man, dass das Alte Testament, das Neue Testament bezüglich der Rolle der Frau dieselben Regeln aufstellt und auf das Alte Testament zurückgreift. Unterordnung der Frau. Wo steht zum Beispiel 1. Timotheus 2, Vers 11? Ja, genau, 2, Vers 11. Dort steht, dass eine die Frau lehre in Stille. Die Frau lehre in Stille. Ja? Dass eine Frau lehrt, das heißt Lehrerin ist, Dozentin ist, oder über einen Mann herrscht, erlaube ich nicht. Sie sei in Stille. Denn, dann geht's weiter, denn der Adam wurde nicht verführt, sondern die Frau wurde verführt. Und dann steht weiter, aber die Frau dadurch, dass sie Kinder gebärt, durch die Schmerzen, die sie dabei leidet, ja, wird sie auch Heil erlangen. Dann gehst du zum Alten Testament, Genesis 3, Vers 16. Dort steht, dass Gott, dass die Geschichte von Adam und Eva, dass Eva Adam verführt hätte, vom falschen Baum zu essen. Und dann, Gott kommt dann dort an, in 1. Moses 3, also Genesis 3, und geht durch den Paradiesgarten, stapft durch den Paradiesgarten und sagt, Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Also Gott sucht Adam. Ja? Und dann findet er ihn nachher. Adam ist dann rausgekommen, hat sich nicht mehr versteckt. Wie gesagt, kann man ruhig nachlesen. Genesis 3, kann man sich die ganze Geschichte durchlesen.
Und dann sagt er zu der Frau, dass sie, weil sie den Mann verführt hat, Schmerzen bei der Geburt bekommen wird. Das heißt, dass die Schmerzen, die die Frau bei der Geburt hat, eine Bestrafung von Gott ist. Und deswegen haben die christlichen Gelehrten es verboten in der Vergangenheit, dass die Frau Betäubung bekommt bei der Geburt, weil sie gesagt haben, diese Schmerzen sind Gott gewollt. Ja? Das heißt, das ist absichtlich eine Strafe für die Frau wegen Eva. Allah sagt im Koran, لَتَزِرُ وَازِرَةٌ بِسْرَ أُخْرَى. Keine lasttragende Seele trägt die Last einer anderen. Und der Islam sagt, eine Frau, die die Schmerzen hat, jeden Schmerz, den ein Muslim hat, werden ihm die Sünden vergeben. Und deswegen ist die Geburt der Frau, ja, was sie mit Geduld erträgt, eine Möglichkeit, dass ihre Sünden ausgelöst werden.